Ganz schön frech ist der, das habe ich gedacht, als ich sein Buch gelesen habe. Herr Flügge, der hat das Buch geschrieben, Die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Und dann habe ich gesehen, nachdem ich es gelesen hatte, nee, der ist nicht frech, der hat richtig Sorge um die Kirche, der kümmert sich drum, der findet Kirche super. Was ist das, was Sie dazu bewegt hat, sich so für Kirche einzusetzen, Herr Flügge? Also mich regt das einfach total auf, dass wir so eine Verlautbarungskirche geworden sind, in der es immer nur Berichte gibt und formale Akte und irgendwie völlig verloren geht, dass es ja um Glaube geht. Und was müsste sich ändern, Ihrer Meinung nach? Ich fände es so angenehm, wenn irgendjemand mal wieder anfangen würde, darüber zu erzählen, was man selber glaubt, anstatt darüber, was in irgendeinem offiziellen Vatikanpapier drinsteht. Aber dass wir so Probleme haben mit unserer Sprache, könnte das nicht vielleicht daran liegen, dass wir gar nichts mehr mit Gott erlebt haben? Ja, das muss ja jeder individuell sehen, aber ich glaube, es gibt ganz wenig Gelegenheiten, mit anderen in der Kirche darüber zu reden, was ich mit Gott erlebt habe, weil es im Wesentlichen eigentlich nur darum geht, irgendjemandem zuzuhören, der was Offizielles über, wie man Gott glauben müsste, erzählt. Also heute Nacht im Abendgebet, im Nachtgebet auf domradio.de bete ich jedenfalls darum, dass wir Erfahrungen mit Gott machen und dass wir lernen, davon Geschichten zu erzählen. 22 Uhr, domradio.de, Nachtgebet, dein Weihbischof Ansgar und Erik Flügge. Ciao. Und nicht schlecht, wenn ihr mal reinschaut in die Sendung von Was muss ich jetzt sagen? Valerie. Ach so. Valerie und der Priester im Internet. Schöne Geschichte. Ciao.